So viel haben wir im Jahr 2022 mit Social Media verdient. Hi, wir sind David und Melinda und wir leben seit über 2 Jahren in unserem selbst ausgebauten Van. Wir reisen das ganze Jahr 2022 in Europa herum und haben uns selbstständig gemacht. Wir haben auf YouTube 10.000 Abonnenten und auf Instagram ca. 20.000 Abonnenten. Die Abonnentenanzahl ist nicht das einzige Kriterium, das man braucht, um ungefähr herauszufinden, wie viel man verdient. Aber für euch als Außenstehende ist das ja ein kleiner Messwert und deswegen geben wir euch den Wert einfach mal weiter. Am Anfang haben wir noch von Ersparten gelebt, bis wir gemerkt haben, dass uns das Arbeiten mit der Kamera und auch das Reisen sehr viel Spaß macht. Und deswegen haben wir uns Anfang letzten Jahres dazu entschieden, uns selbstständig zu machen. Und here we go. Nach einem Jahr Selbstständigkeit können wir euch unsere Einnahmen mit Social Media verraten. Wir haben 5 Einkommensquellen, auf die wir hier eingehen werden. Und zwar ist das einmal Amazon Affiliate, wir haben YouTube Ads, YouTube Placements, Instagram Ads und ganz zum Schluss gibt es noch Buyouts. Wir erklären ganz kurz, was das eben sind, was für Einnahmequellen das sind und wie wir damit Geld verdient haben und auch wie viel Geld wir verdient haben am Ende. Ganz zum Schluss erzähle ich euch noch, ja, wie das jetzt mit der Versteuerung ganz bei uns persönlich abläuft. Und ja, falls ihr Interesse auch habt, wie viel wir im Jahr 2022 ausgegeben haben, also das heißt, wie viel ein Jahr Vanlife gekostet hat, dann vergesst nicht, unseren Kanal zu abonnieren und die Glocke zu drücken, denn nächste Woche gibt es schon das nächste Video. Also viel Spaß beim Zuschauen. Die erste Einkommensquelle, Amazon Affiliate Links. Das sind zum Beispiel Links, wenn ihr fragt, was für Kaffeemaschinen, was für Kaffeezubereiter oder auch für Sachen, die wir im Van verbaut haben, wenn ihr danach fragt, dann können wir bei Amazon Links generieren und wenn ihr dann über Amazon einkauft, kriegen wir eine klitzekleine Provision dafür. Zwischen 1-5% des Verkaufspreises werden an uns weitergeleitet. Für euch wird allerdings nichts teurer bei Amazon. Da wir das gar nicht so aktiv bewerben, wir sagen immer, ja, schaut doch bei euch im Baumarkt vorbei oder kauft es doch vielleicht in einem Spezialitätencafé bei euch um die Ecke, ist das auch nicht so eine große Einnahmequelle. Es gibt allerdings Creator, die sehr, sehr viel Geld damit verdienen. Bei uns sind das 173 Euro im Jahr 2022 gewesen. Wenn ihr uns unterstützen möchtet, dann speichert euch doch gerne den Link unten in eurem Browser ab, unter Favoriten. Und wenn ihr das nächste Mal auf Amazon geht, dann könnt ihr über unseren Link auf Amazon gehen. Solltet ihr da irgendetwas kaufen, würden wir davon auch ein bisschen was abkriegen. Nur mal so ganz am Rande. Aber jetzt kommen wir mal zu der zweiten Einkommensquelle und das sind YouTube Ads. YouTube Ads funktionieren so. Ihr schaut euch ein Video auf YouTube an und kriegt zwischendurch ganz am Anfang oder auch am Ende des Videos Werbung eingespielt von YouTube. Die könnt ihr nach 5 Sekunden oder 15 Sekunden wegklicken. Wir als Creator bekommen davon einen ganz kleinen Teil ab. Das ist meistens 1 Cent oder sogar noch weniger als 1 Cent pro geschauter Werbung. Es ist also wirklich nicht viel. Wie das Ganze berechnet wird, das unterscheidet sich ganz, ganz stark von dem Inhalt, den man macht, von den Ländern, wo die Zuschauer sitzen, die einem zuschauen, aber eben auch von ganz vielen anderen Faktoren. Auch unser eigener Kanal wird laufend bewertet und die Einnahmemöglichkeiten bzw. die Höhe der Einnahme unterscheiden sich von Tag zu Tag. In unserem stärksten Monat haben wir 640 Euro knapp verdient und da kamen auch so gute Videos raus wie das perfekte Van-Dinner. In einem unserer schlechtesten Monaten haben wir 165 Euro verdient und da kamen aber auch gute Videos raus, die oft angeschaut worden sind, wie zum Beispiel hinter den Kulissen in unserem Van. In jedem Video steckt richtig viel Arbeit. Wir sitzen am Schnitt, wir sitzen an der Vorbereitung, an der Drehzeit, an der Nachbearbeitung, wir beantworten Kommentare, wir überlegen uns, was wir abfilmen. Ich sag mal so, im Schnitt haben wir bei einem Video sicherlich 15 Stunden, wenn nicht sogar noch mehr Arbeitszeit. Wenn wir die YouTube-Ads nehmen und unsere Arbeitszeit nehmen, dann werdet ihr gleich sehen, was für einen kleinen Stundenlohn wir haben. Wir haben im Jahr 2022 43 Videos veröffentlicht und insgesamt 4.000 Euro Einnahmen gemacht mit YouTube-Ads. Das ist runtergerechnet auf die Arbeitszeit, ergibt das einen Stundenlohn von ca. 6,20 Euro. Unabhängig davon finden wir es aber trotzdem schön, sich nicht nur nach finanziellen Aspekten zu orientieren, was unser Beruf angeht, sondern eben, ja, es macht uns super viel Spaß und wir fühlen uns mit YouTube sehr frei, sehr unabhängig und ja, finden das in Ordnung, dass wir damit so viel Geld verdienen. Es darf natürlich nächstes Jahr gerne noch mehr sein. Aber es gibt auch noch eine dritte Möglichkeit, kommen wir zu den YouTube Placements, damit wir uns auch ein bisschen was zur Seite legen können und damit wir ja auch ein bisschen
mehr verdienen, gibt es eben diese YouTube-Placements. Und das läuft wie folgt ab. Entweder kommen wir auf Unternehmen zu oder Unternehmen kommen auf uns zu und regeln mit uns eine Werbekampagne. Wie das aussehen kann, das könnt ihr in einem unserer letzten Videos sehen, nämlich Costa della Luz. Da haben wir eine YouTube-Integration ab ungefähr Minute 5. Da könnt ihr euch mal anschauen, wie so etwas aussieht. Das Unternehmen klärt mit uns direkt die Preise, die Ideen, die Umsetzung. Wir drehen das ab, schicken das dem Unternehmen zu und erhalten eine Freigabe. Das Unternehmen sagt, jo, sieht top aus, ihr dürft das in einem eurer Videos veröffentlichen. Sobald das dann online ist, ein paar Wochen später, stellen wir eine Rechnung an das Unternehmen und kriegen den Betrag auf unser Konto überwiesen. Wie eben schon erwähnt, hatten wir insgesamt 43 Videos und 14 Placements. Das bedeutet, in ungefähr jedem dritten Video war ein Placement eingebunden und mit diesen Placements haben wir 5.225 Euro verdient. Weiter geht's. Wir kommen zur vierten Einkommensquelle und zwar sind das Instagram-Placements. Viele denken, mit Instagram verdient man ordentlich Geld, alleine weil man Fotos und Stories postet, aber dem ist nicht so. Instagram selbst schaltet zwar auch Werbung wie YouTube zwischen den Stories oder zwischen den Beiträgen, ihr werdet das sicherlich kennen, allerdings gibt Instagram davon keinen Cent weiter an die Creator. Das heißt, all das bleibt bei Instagram hängen und der Creator muss selber schauen, wie er Geld verdient. Und das funktioniert eigentlich genauso wie auf YouTube, nämlich Unternehmen kommen auf uns zu oder wir gehen auf Unternehmen zu und sagen, boah, können wir nicht zusammenarbeiten? Unternehmen fragen uns das genauso und wenn es ein Match gibt, dann gibt es eben eine erfolgreiche Zusammenarbeit. Und die kann eben da so aussehen, dass man Stories für das Unternehmen macht und Produkte vorstellt, dass man Fotos macht und ja, eben zeigt, was das Unternehmen für Produkte hat. Oder man macht halt eben auch Reels, also kurze Videos. So, und damit haben wir auf Instagram sagenhafte 14.620 Euro verdient mit 17 Placements. Platz 5. Unsere letzte Einkommensquelle ist etwas, das eigentlich ja, immer weiter wächst und wahrscheinlich auch dieses Jahr bei uns viel mehr Geld abwerfen wird, wie es noch im vergangenen Jahr getan hat. Und zwar spreche ich von Buyouts. Buyouts oder auch sogenannte User-Generated Content. Das bedeutet zum Beispiel, ein Unternehmen kommt auf uns zu oder wir, wie gesagt, gehen auf das Unternehmen zu und erstellen einfach eine Werbekampagne. Wir machen Fotos, Videos und zeigen sie dem Unternehmen und das Unternehmen kauft diese dann ab und erhält die Nutzungsrechte an diesem Video und darf damit zum Beispiel Werbung auf Instagram, TikTok, im Kino machen. Es darf das Fotos auf Plakate abdrucken und ja, das ist das, was man machen kann, wenn man keine Werbung auf den eigenen Kanälen hochladen möchte. Das heißt, man kann halt einfach zeigen, ja, weiß ich nicht, wie man zum Beispiel ein Bonbon isst oder ja, wie man in Schuhe reinschlüpft und damit dann durch die Straße läuft. Man muss auch gar nicht sein Gesicht zeigen, es muss ein ästhetischer Content sein häufig und halt einfach zum Unternehmen passen. Und das ist eine Möglichkeit, die wir sehr zu schätzen wissen, weil es halt einfach noch so ein bisschen außerhalb von Social Media ist. Und wir hatten letztes Jahr 6 Buyouts und haben damit insgesamt 430 Euro verdient. So, und jetzt verrate ich euch, ja, was wir eigentlich insgesamt verdient haben. Ta-da-da-da! Es sind sagenhafte 27.448 Euro, die wir zu zweit in 12 Monaten verdient haben. Findet ihr das viel oder findet ihr das total wenig? Das würde uns mal echt interessieren. Oder seht ihr das Ganze sogar total kritisch und sagt, damit würdet ihr überhaupt gar nicht Geld verdienen wollen? Für uns ist es auf jeden Fall sehr schön. Ich hätte nie gedacht, dass wir in einem Jahr, in unserem ersten Jahr der Selbstständigkeit, so viel Geld verdienen können. Wir können uns damit unsere Reise und unser Leben finanzieren, was ich sehr praktisch finde. Und wir können arbeiten, von wo wir wollen und auch wann wir wollen. Jetzt haben wir das Geld natürlich eingenommen und müssen das Ganze auch versteuern. Wir sind als GbR in Deutschland angemeldet und ja, sind da natürlich auch steuerpflichtig. Jetzt ist das Ganze so, dass wir einen gewissen Freibetrag als GbR haben und alles, was über diesen Freibetrag liegt, das ist quasi unser steuerpflichtiges Einkommen. Davon werden aber auch noch Kosten abgezogen, wie zum Beispiel ja, Fahrtkosten, Aufenthaltskosten. Also ich möchte jetzt auch nicht zu viel sagen, weil ich selbst kein Experte bin, aber es ist nicht so viel, was am Ende als steuerpflichtiges Einkommen übrig bleibt.
Von daher bin ich mal sehr gespannt, wie viel Steuern wir zahlen müssen. Das kann ich dann in einem anderen Video auch mal erklären. Wir nutzen dafür auch ein Steuerprogramm. Welches das ist, kann ich euch auch mal in einem anderen Video erzählen. Hier soll es das aber erst einmal gewesen sein. Wir freuen uns, wenn ihr nächste Woche wieder einschaltet. Dann geht es, wie gesagt, um die Ausgaben. Ich bin mal ganz gespannt und freue mich, euch wiederzusehen. Und ja, ich bin mal ganz gespannt, wie viel wir tatsächlich ausgegeben haben. Das Ganze hat nämlich Melli ausgerechnet und die sehen wir auch nächste Woche wieder. Also bis dahin, bleibt gesund, macht's gut. Ciao, ciao.